Der ikonische Captain Jean-Luc Picard der USS Enterprise NCC 1701D schließt sich der tollen Toyline von Quantum Mechanics an. Wenn ihr Interesse dran habt, dann schaut doch mal rein bei Amazing Collectibles. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Schnecke Reviews und einer weiteren Quantum Mechanics Actionfiguren-Review. Heute von Star Trek The Next Generation habe ich endlich für euch Captain Picard dabei. Das ist eine Vorabversion. Die Figur erscheint, glaube ich, erst Mitte, Ende Mai und ich darf ihn mir persönlich schon mal angucken. Ich freue mich sehr drauf. Ja, wir haben hier schön die Verpackung vorweg. Ihr seht schon, das ist die Exklusivversion. Ja, man hat uns wieder die Exklusivversion zugeschickt. Das finde ich wirklich super nice. Die Verpackung selbst ist sehr schlicht gehalten an einigen Ecken. Erinnert da ein bisschen hier und da auch natürlich an die Kirk und Spock Verpackung oder die von Pille. Aber natürlich auch wieder ein bisschen anders. Vorne drauf sehen wir Captain Picard. Sieht wirklich sehr schön aus. Der ist dann hier in dem Föderationszeichen hier mit eingebettet in Silber. Darunter haben wir das Star Trek The Next Generation Logo, was ich cool finde. Und achtet mal genau drauf, auf der Verpackung könnt ihr im Hintergrund sozusagen eine Draufsicht der Enterprise D sehen. Das sieht nämlich sehr schick aus. Hier unten zum Beispiel steht auch NCC 1701D. Finde ich wirklich sehr gelungen. Auf der Seite haben wir ein silbernes Star Trek The Next Generation Logo und dann hier unten das QMX Master Series Articulated Logo. Auf der anderen Seite, einmal drehen, haben wir hier nochmal einen schönen Schriftzug mit Captain 01 Jean-Luc Picard 1/6-Scale Articulated Figure. Das Ganze in dem LKs Logo oder Design in dem Style halt, was ich sehr schön finde. Und dann hier unten haben wir noch Star Trek The Next Generation 30 Jahre. Und hier seht ihr auch nochmal schön die Enterprise D drauf. Auf der Rückseite könnt ihr dann schon einen kleinen Blick auf Captain Picard werfen. Da sehen wir ihn nämlich schon auf seiner Brücke stehen. Das ist ein kleiner Blick auf die Figur selbst, aber keine Sorge, die sieht noch um einiges besser aus als dieses Bild hier, glaubt's mir. Und wenn ihr das Ganze natürlich schon mal wieder genauer begutachten möchtet, ist da hier wieder ein Slipcover, das hier wirklich sehr fest ist. Dann könnt ihr das hier halt hochslippen und da wäre normalerweise die Figur drin, die natürlich jetzt schon ausgepackt ist. Aber auf der Rückseite gibt es noch was Feines zu sehen, nämlich das hier. Das sieht sehr cool aus. Das ist nämlich nochmal, ja, der Kopf von Captain Picard, sozusagen die Seitenansicht, so ein bisschen stylisch gemacht. Und ihr seht im Hintergrund halt das Weltall so ein bisschen, ne, in tollen Rottönen und Blautönen. Finde ich wirklich ganz, ganz cool. Das hat auf jeden Fall einen sehr ikonischen Anblick. Aber ich würde sagen, liebe Leute, wir gucken uns jetzt mal Captain Picard genauer an. Und ich bin mal sehr gespannt, ob euch einer meiner Lieblings-Captains der Föderation wirklich genauso gut gefällt wie mir. Und da haben wir unseren Lieblings-Captain von der Enterprise NCC 1701D. Ja, gespielt von Patrick Stewart. Und ich muss sagen, diese Figur gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Aber bevor ich in die Details gehe, nochmal kurz Dankeschön an Quantum Mechanics und an Amazing Collectibles, dass man diese Review hier heute machen kann. Finde ich ganz, ganz toll. Und dass ich sie vor allem auf Deutsch euch, ich denke mal, ja, als einer der Ersten mit zeigen darf. Das macht mich persönlich ein bisschen stolz. Ich finde ihn echt toll. Lasst uns mal mit dem Gesicht anfangen, denn ich finde, das Gesicht von Patrick Stewart von Captain Picard wurde hier sehr gut umgesetzt. Und wie ihr sehen könnt, sind die Details daran gar nicht schlecht. Ich finde das wirklich gut und ich habe euch auch gesagt, dass Quantum Mechanics da immer besser wird. Mir haben schon Kirk, Spock und Pille sehr gut gefallen und Picard reiht sich da definitiv auch bei mir in der Reihe ein. Als Star Trek-Fan könnt ihr an dem eigentlich gar nicht dran vorbei. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich meiner Ansicht nach der junge Patrick Stewart. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus, unser Captain. Das haben die wirklich gut umgesetzt. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen gucken, wie die Figur ausgeleuchtet ist. Weil wenn ihr das bei hellem Licht oder so zeigt, dann gehen da ganz schnell Details verloren. Aber ich finde, hier so sieht das wirklich unglaublich gut aus. Ne? Der Paintjob daran ist sehr nice gemacht. Mir gefallen die ganzen Falten hier um die Augen rum, auf die Stirn und alles. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Die Augen vor allem, ich versuche nochmal näher ranzukommen, die Augen sehen auch wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Also da hat QMX wirklich was Tolles gemacht. Ne? Ihr seht auch, er hat schon seine Glatze hier. Aber an der Seite natürlich noch so ein bisschen die Haare. Ne? Halt auch so, wie es in der Serie war. Sieht auch gut aus. Ne? Alles dann schon in Grau so ein bisschen angepaintet. Also auch da muss ich sagen, tolle Details auf jeden Fall. Das ist für mich wirklich Captain Picard. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr gelungen. Aber nicht nur der Headscape ist meiner Ansicht nach sehr gelungen. Ach, übrigens, schaut mal hier noch. Hier unten sind sogar schon die Falten am Hals und alles. Haben sie schon wirklich an alles gedacht. Also es sieht mir meiner Ansicht nach wirklich sehr gut aus. Ne? Aber auch die Uniform gefällt mir sehr gut. Die Uniform des Captains hier haben die wirklich sehr, sehr schön umgesetzt.
Mir persönlich gefällt natürlich eher dieser etwas dunklere rot-lila Ton schon eher. Den mag ich einfach. Und der ist hier wirklich sehr toll gemacht. Ich habe das in der englischen Review nicht erwähnt, aber er ist hier sogar noch so ein bisschen gepolstert drunter, ne, damit das alles ein bisschen in Shape aussieht auf jeden Fall. Und dadurch, finde ich, haben die das nochmal so ein bisschen verbessert. Das Stitching selbst, ne, die Nähte und alles, die sind wirklich sehr fein gemacht. Ich sehe hier nichts Schiefes dran. Das haben die wirklich ganz toll vernäht. Das passt mir sehr, sehr gut so. Und natürlich auch die kleinen, feinen Details hier mit dem Rangabzeichen hier oben am Kragen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Passt da ein bisschen auf. Ne, die sind aus Plastik, sind hier aber nur rangeklebt. Wenn ihr dahinter habt, kann es sein, dass die abgehen. Das ist so ein Part, vorsichtig. Ne? Das gleiche ist dann auch hier mit dem Kommunikator, der auch hier dieses Mal aus einem Plastikteil besteht. Wir wissen ja bei Kirk und Spock, was raufgenäht. So eine Art Stitching war das. Ne? Hier ist es jetzt wirklich ein Plastikkommunikator, der auch hier raufgeklebt wurde, mit tollem Paintjob auf jeden Fall. In Silber und Gold, das sieht gut aus, aber auch da passt auf, nicht, dass das abgeht, ne? Aber es sieht einfach schön aus, es sieht echt gut aus, ne? Also ich bin sehr zufrieden mit der Figur. Wollt ihr ihn noch ausziehen? Das ist natürlich auch möglich, wer auch immer das will. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, dass Captain Picard hier einen Reißverschluss eingebaut hat, ne? Da könntet ihr sozusagen dann die Jacke ansippen. Hier unten ist noch ein Knopf, ne? So ein typischer Druckknopf, wie wir es auch von anderen Firmen kennen. Den könnt ihr öffnen und dann habt ihr direkten Zugang zum Reißverschluss und dann könnt ihr ihn öffnen. Aber ich würde das, glaube ich, nicht machen. Warum sollte man Captain Picard ausziehen? Weiß ich nicht. So, ja, ansonsten trägt der gute Captain dann nur noch sehr simple schwarze Hosen. Ne? Das ist hier sehr schön zu sehen. Auch da natürlich, das Stitching ist wirklich sehr nice geworden. Aber mehr gibt es da auch nicht wirklich dran zu zeigen. Ne? Mehr Details sind da nicht. Und dann unten halt die Stiefel, die aus einer Art Kunstleder gemacht sind. Ne? Auch wirklich ganz toll. Auch hier so die Schlitze hier an der Hose. Ne? Da haben sie wirklich gut umgesetzt. Und ja, das habe ich, glaube ich, auch in einer Review nicht gezeigt. Die Hose ist hier unten noch mit einem Gummiband befestigt, damit das Ganze nicht runter oder hoch rutscht, damit das wirklich sehr eng hier anliegt. Hier ist es gerade verrutscht. Komm mal her hier. Hier, komm her. So, so muss das Ganze ran. Und dann sitzt die Hose straff und gerade und dann sieht die Uniform wirklich ordentlich aus. Ja, aber nicht nur die Uniform und der Headscarf und alles drumherum sieht wirklich toll aus. Auch die Zubehörteile, die Accessories sind wirklich sehr, sehr genial und die zeige ich euch jetzt mal. Als erstes haben wir mal diese zwei Holster oder zwei Taschen, wie ich es immer gerne nenne. Ne, die sind aus Plastik gemacht, die sind recht nice. Die könnt ihr hinten am Picard ranpacken. Sie haben zwei Magneten hier auf der Rückseite, ne, und die könnt ihr dann halt hier hinten perfekt an die Hose ranpacken. Die haben nämlich zwei sehr starke Magneten. Ihr habt gerade schon gesehen, die Figur von nach vorne gezogen. Hier, wupp. Die halten wirklich sehr stark und sitzen wirklich perfekt. Ihr könnt sie da halt noch so ein bisschen in Platz packen. Und dann habt ihr da halt verschiedene Accessories, die da reinpassen. Und welche passen da rein, liebe Star Trek-Fans? Ja, als erstes natürlich der schicke, klassische Phaser aus The Next Generation. Den könnt ihr Picard in die Hand packen. Die Figur hat natürlich auch wieder verschiedene austauschbare Hände dabei. Und eine davon ist jetzt zum Beispiel die hier, womit er halt den Phaser halten kann. Und das sieht natürlich wieder sehr, sehr schick aus. Ne? Der typische Oldschool, klassische Phaser von The Next Generation sieht wirklich echt gut aus. Und der passt jetzt hier an die Seite halt rein. Wenn ich das jetzt mal kurz abmache, der sitzt nämlich hier geradezu, komm hier, perfekt drin. Einfach mal hier reingepackt und dann ist er da verstaut. Keine Sorge, kann nicht runterrutschen, der Magnet ist wirklich sehr stark und dann sitzt der Phaser drin. Aber der Phaser selbst hat natürlich auch noch ein paar tolle Details abgekriegt, die mir persönlich doch sehr gefallen. Ihr könnt das jetzt hier mal sehen, in Nahaufnahme sieht er wirklich sehr, sehr schick aus. Ne? Wie gesagt, der klassische Phaser aus The Next Generation. Schöner Silberton auf jeden Fall. Ne? Dann noch ein bisschen mit Schwarzapplikationen versehen. Tolle Details auch vorne hier, das sieht wirklich sehr stark aus. Das gefällt mir schon sehr. Ne? Und dann halt die Farbe der verschiedenen Knöpfe hier. Ich glaube, der rote ist zum Feuern, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und links, glaube ich, zum Betäuben und rechts halt der tödliche Schuss. Auf jeden Fall sieht das sehr gut aus. Ne? Toller kleiner Phaser auf jeden Fall. Das nächste schicke Zubehörteil ist der klassische Tricorder, den ihr natürlich auch Picard dann in eine der austauschbaren Hände packen könnt. Und der sieht wirklich doch sehr, sehr gut aus. Ich bin da echt sehr happy mit. Ne, das hier ist er, ne, mit ein paar schönen Details dran auf jeden Fall. Ihr könnt da so ein bisschen was in Blau, in Grün und Gelb so erkennen. Also auf jeden Fall ist das Skype daran sehr nice. Und ja, das gute Stück könnt ihr eigentlich sogar noch öffnen.
Denn er wird zusammengehalten mit zwei Magneten. Das heißt, ihr könnt das gute Stück hier wegklappen und dann hier unten ranpacken. Also die Magnete sind auch wirklich sehr stark, macht euch da keine Sorgen. Und dann habt ihr einen schönen Blick auf den Tricorder von der Innenseite halt. Es sind ein paar Sticker-Sheets drauf, ne? Also ein paar Sticker sind draufgeklebt, die schöne kleine Details offenbaren, wie es halt auch aus der Serie war. Und ich finde, das sieht schon wirklich sehr schön aus, alles zusammen, ne? Sehr schöne kleine Variation des Tricorders. Hat Quantum Mechanics meiner Ansicht nach wirklich sehr schön umgesetzt. Und den könnt ihr natürlich jetzt noch in eine der Holster oder Taschen packen, die ich Picard vorhin rangepackt habe. Das sieht dann nämlich auch noch ganz cool aus. Einfach wieder zusammengefaltet, das gute Stück. So, und dann einfach das ganze Teil hier hinten in die Tasche rein. Die saugt sich sozusagen von alleine fest. Picard, fall mir nicht um. So, komm rein. Flipp. Und dann sitzt das Ganze da drin fest und sieht natürlich auch wieder sehr, sehr cool aus. Ne? Schön verstaut, kann definitiv nicht runterrutschen und dann auf der anderen Seite hier halt dann noch halt den Phaser rein. Und dann haben wir sozusagen Captain Picards Grundausstattung, wenn er halt auf Außenmission geht. Und wenn unser Lieblingscaptain mal ein bisschen erschöpft ist von seinen ganzen Abenteuern, zieht er sich in seine Kajüte zurück und genießt eine schöne Tasse Earl Grey Tee. Ja, da ist er. Auch mit dabei, finde ich wirklich super gut. Das habe ich stark gefeiert, dass wir hier eine kleine Teetasse mit dabei haben, die wirklich sehr lustig gemacht ist. Ne? Sie ist, bleibt mal schön stehen, Captain Picard. Sie ist durchsichtig, ne? Ihr seht das hier. Sieht sehr lustig aus, ne, mit diesem schwarzen Griff. Und innen drin seht ihr natürlich schon, ist so ein bisschen Tee auf jeden Fall am Start. Ne, das haben die ganz toll gemacht. Finde ich ganz lustig. Und die hat natürlich auch wieder dafür ein paar austauschbare oder eine austauschbare Hand, die die Teetasse dann so mit zwei Fingern hält. Ihr seht das hier. Ne, ihr hält sie dann halt sehr, sehr dezent, sehr stylisch, sehr edel halt in der Hand. Ne. Und das ist eine nette kleine Sache mit dieser Teetasse. So kann man ihn halt auch displayen. Ne. Das ist vielleicht mal was ganz anderes, anstatt immer nur in Action-Pose oder mit gezogenen Waffen dann halt mal seine schöne Teetasse. Das letzte Zubehörteil, was dann auch natürlich mit dabei ist, ist das Datapad, was auch mit dazugehört. Sozusagen der Vorgänger des iPads. Ja, den kann sich Captain Picard dann auch in einer seiner austauschbaren Hände packen. Und das sieht natürlich auch sehr schick aus. Eine weitere schöne Display-Option. Und ich muss sagen, das reicht völlig. Ne? Komm mal her. Ich zeige euch das jetzt mal hier so von der Seite. So könnt ihr ihn das halt in die Hand packen und dann sieht das Ganze sehr schick aus. Das Datapad selbst hat obendrauf wieder nur ein paar Sticker-Sheets, die ich aber persönlich echt gut finde, weil es sieht immer noch besser aus, als wenn man jetzt versucht, diese feinen Linien halt drauf zu malen. Na, daher würde ich sagen, ist das hier um einiges besser. Mehr ist da aber auch nicht dran. Ein schöner, dunkler Rotton, ne, mit ein paar Schwarzapplikationen an der Seite und alles. Also auch schön, schön gemacht auf der Rückseite. Ist da nicht wirklich mehr viel. Es ist einfach nur in Rot gehalten. Aber es sieht wirklich schön aus. Auch so könnt ihr Picard halt hinstellen. Ja, wenn ihr jetzt natürlich nur die reguläre Version von Captain Picard kauft, wird das hier das letzte Accessory sein, was mit dabei ist. Aber es gibt natürlich jetzt auch noch die exklusive Variante. Und da ist noch was Spezielles mit dabei, was ich euch jetzt zeige. Das Phaser-Gewehr ist das exklusive Item, was ihr bei Captain Picard mit dabei haben könnt, wenn ihr die Exklusivversion kauft. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Wahl, denn ich finde, das Phaser-Gewehr sieht da wirklich sehr gut aus. Ne? Also damit könnt ihr Captain Picard nochmal eine aggressivere Pose packen. Wenn ihr auf Außenmission geht, muss er sich natürlich auch zur Wehr setzen. Und manchmal reicht einfach der Handphaser nicht. Also her mit dem Phaser-Gewehr, was wirklich sehr gut aussieht. Und die Details daran sagen mir auch wirklich sehr, sehr zu. Ist das nicht ein schöner, klassischer Anblick? Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das Phaser-Gewehr haben sie wirklich toll umgesetzt. Ich mag vor allem den Paintjob da dran. Dieser Silberton, dieser Gunmetal-Silberton habe ich es, glaube ich, in Englisch genannt. gefällt mir wirklich sehr gut, auch mit den ganzen Schwarzapplikationen hier dran. Das ist sehr nice. Das haben die schön gemacht, auch hier die Griffe und alles. Ne? Das ist wirklich schön. Könnte sogar so ein bisschen Drybrush drauf sein, ich weiß es nicht. Es sieht so ein bisschen used aus, aber wirklich sehr schön. Natürlich auch hier die Spitze des Plasmagewehres. Jetzt sage ich hier auch schon Plasmagewehres. Ich habe auf der englischen Review immer Plasmagewehr gesagt, aber es ist ein Phaser-Gewehr. Oh Mann. Auch hier, wie gesagt, tolle Details. Ihr habt auch noch so ein paar kleine Anzeigen oder Knöpfe in Weiß und Gelb. Na, auch das sieht wirklich sehr schön aus. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das wirklich ein schönes Phaser-Gewehr. Ihr könnt hier auch noch die Zielvorrichtung hochklappen, ne, das Visier. Da seid ein bisschen vorsichtig, denn das ist wirklich sehr fragil, sehr, sehr, sehr empfindlich. Ne, das Ganze in einem grünen Plastikton gehalten, da könnt ihr dann so durchgucken. Und dann kann Captain Picard halt schießen. Ja, das ist das Exklusiv-Item, das Phaser-Gewehr. Ich persönlich muss sagen, finde ich gut. Dafür würde ich mir auf jeden Fall die Exklusiv-Variante holen, weil damit sieht Picard einfach nochmal um einiges besser aus. Und ja,
Das ist es, oder? Die Exklusivfassung, und das waren dann auch schon die ganzen Accessories. Jetzt habt ihr alles gesehen, alle Zusatzteile, das ganze Zubehör, was mit dabei ist. Doch jetzt kommt noch der letzte große Punkt, natürlich die Beweglichkeit. Kann sich Captain Picard trotz alledem noch im Feld beweisen, kann er sich gut bewegen? Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich fange wie immer an mit dem Kopf. Der Kopf sitzt auf einem netten Balljoint. Das heißt, ihr könnt ihn natürlich 360 Grad drehen. Er kann nach unten einigermaßen so weit gucken, nach hinten so weit, was wirklich sehr gut ist. Also wirklich gute Beweglichkeit im Kopf. Die Schultern oder die Arme lassen sich so weit nach oben packen, was wirklich okay ist, muss ich sagen. Das reicht mir völlig. Wir haben hier einen Bicep-Swivel, der sehr steif ist. Auf der Seite ist er, glaube ich, ein bisschen besser. Also ist auf jeden Fall vorhanden. Wir können die Arme so weit nach vorne packen und so weit nach hinten packen. Die Uniform sitzt zwar sehr eng an, aber die behindert die Beweglichkeit gar nicht. Das ist was, finde ich, sehr gut. Die geht nämlich sehr gut mit. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben doppelte Ellbogengelenke. Ne, für die kleine Phaser-James-Bond-Pose, auch das ist möglich. Wir haben die Hände auf den typischen Gelenken, wie wir es halt schon kennen von QMX und anderen Firmen. Ihr könnt sie halt kippen, ihr könnt sie drehen, 360 Grad, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. Also auch da ist eine gute Beweglichkeit drin. Einen Ab-Crunch, sprich nach vorne und nach hinten beugen, kann Captain Picard auch einigermaßen. Ihr seht das, hier ist die Beweglichkeit eingebaut. Ja, das geht einigermaßen nach unten. Ja, so weit nach hinten, ungefähr so weit. Das ist jetzt nicht so berauschend, aber völlig okay. Wir haben hier eine Hüftbeweglichkeit nach links und rechts, die wirklich gut ist. Also auf jeden Fall bleibt es auch im Platz. Das finde ich sehr nice. Dann der allseits berühmte Split ist auch machbar. Sehr gut sogar machbar, denn die Hose geht da auch wirklich sehr gut mit. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Auch das ist möglich. Dann noch die Oberschenkelbeweglichkeit ist am Start. Die doppelten Kniegelenke sind mit dabei. Und dann die Schuhe. Es ist genau wie in der englischen Review. Ich habe vergessen, euch die Schuhe überhaupt zu zeigen. Hier sind die Details der Schuhe noch mal kurz angehauen. Ne? Da seht ihr das. Schön verarbeitet auf jeden Fall und sieht sehr nice aus. Die sitzen natürlich auch auf Balljoints. Das heißt, wir haben hier eine tolle Beweglichkeit. 360 Grad könntet ihr sie drehen, sie quietschen. Und ihr habt natürlich auch die seitliche Beweglichkeit, den sogenannten Ankle Pivot. Also auch da eine sehr, sehr gute Beweglichkeit. Und da könnt ihr Picard wirklich in gute Posen packen. Ne? Ich habe das auch schon gesagt in der anderen Review, wenn ihr irgendwie Custom-Made oder vielleicht kommt da noch was raus, einen Captain's Chair habt, wo ihr Picard vielleicht reinsetzen könnt, könnt ihr da auf jeden Fall auch ein bisschen was anderes posen. Ich würde das sehr cool finden, wenn es davon auch noch was geben würde. Also Bewegungspunkte technisch ist Captain Picard wirklich super gut gelungen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, die hier fehlt, nämlich der Stand. Ja, der Stand fehlt noch, der dieses Mal etwas anders ist als der, den wir vielleicht von Kirk und Spock und Pille gesehen haben. Denn dieses Mal ist da eher, ja, das Next Generation Logo, sprich die Art des Tricorders, des Kommunikators mit drauf, was ich sehr schön finde. Ne, das Föderationszeichen schön in Silber gehalten und dann halt mit diesem tollen Goldton, gefällt mir wirklich sehr. Die typische Standardgabel ist hier dran. Ne, mit der Crouch-Gabel sieht das wirklich sehr schön aus. Und unten drunter könnt ihr da natürlich nochmal alles begutachten, was da zu wissen ist. Ne? Captain Jean-Luc Picard, Star Trek The Next Generation und dann das QMX Master Series Articulated Logo. Ja, und wenn Captain Picard da draufsteht, sieht er natürlich wirklich sehr, sehr gut aus. Tja, und das war dann auch schon wieder alles, was ich euch zu Captain Jean-Luc Picard zeigen kann von Quantum Mechanics. Für mich persönlich eine wirklich ganz, ganz tolle Figur. Ich finde, der sieht wirklich genial aus. Guckt ihn euch einfach mal selber an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Auch das Exklusiv-Item, das Phaser-Gewehr, finde ich, sieht jetzt hier am Display super genial aus. Dann packt er halt hier noch den Tricorder und den Phaser an die Hose ran. Na, dann sieht das Ganze echt super aus. Zusammen hier noch das Datapad haben wir hier unten ja noch. Und diese echt geniale Tasse Tee, die ich wirklich cool finde. Mal eben so ein Schlückchen Earl Grey. Das ist einfach etwas, was sehr ikonisch für Captain Picard ist. Finde ich wirklich ganz gut gelungen. Na, und ihr seht dann auch hier unten nochmal die ganzen austauschbaren Hände. Also ihr habt eine Menge Möglichkeiten, dann noch auf den Stand gestellt. Und dann habt ihr wirklich einen sehr ikonischen Captain in eurer Sammlung. Leute, das war's für die Review. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben oder schreibt mal eure Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt drauf, wie er euch gefällt. Und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Also, live long and prosper, my friends. Und ja, reingehauen. Macht's gut.